Bis zu seinem Tod blieben 10 Zentimeter. Das sagte der Vater von Ivan Perisic über die schlimmste Erfahrung seines Lebens. Ivan Perisic wurde am 2. Februar in Omisch, Kroatien geboren und wuchs fortan unter finanziell schwierigen Verhältnissen auf. Bereits mit 5 Jahren half er ständig seinem Vater auf der Hühnerfarm der Familie. Von anderen Kindern wurde er deshalb spöttisch Koka genannt, was übersetzt Huhn bedeutet. Einmal wurde Ivan darüber so wütend, dass er einem anderen Jungen die Nase brach. Dann der Tag, der ihm fast das Leben kostete. Mit 10 Jahren lief er mit ein paar Freunden an einer Baustelle vorbei, als plötzlich Arbeiter anfingen, Müll aus dem Gebäude zu werfen. Gläser und kaputte Werkzeuge flogen aus dem Fenster. Ivan schaffte es, ganz knapp auszuweichen und riss sich wie durch ein Wunder nur die Schulter auf. Bald danach konnte er beweisen, was für ein großes Fußballtalent er war. Die Familie hatte erst nicht genug Geld, konnte ihn aber nach dem Verkauf von einigen Geräten zu Hajduk Split schicken. Ivan nutzte seine Chance. Das Geld für seinen ersten Wechsel nach Sochaux in Frankreich rettete seiner Familie die Hühnerfarm. Und der Rest ist Geschichte.